Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus Corfia. Und zwar befinden wir uns hier unten auf den Koordinaten 56, 67. Und dort können wir einen Rare beschwören, wenn denn ein Ei da ist. Übrigens hier, das Ei ist nicht jeden Tag da. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr hier unten herkommt, es gibt im Lager mittlerweile einen Flugpunkt oder ja, so einen Flatterflügel, den kann man anklicken und dann wird man hier rüber geflogen. Dann lauft ihr quasi hier rüber und hier hinter mir ist ein Nest. Dieses Nest ist nicht immer da. Wenn das Nest nicht da ist, dann ist an dem Tag der Rare auch nicht am Start und dementsprechend könnt ihr ihn auch nicht farmen. Ist das Nest da, dann ist der Rare prinzipiell da, aber um den Rare zu aktivieren, muss auch dieses Ei da sein, das so ein bisschen leuchtet. Das kann man anklicken und wenn wir das Ei anklicken, dann kommt der Rare runter, das ist der hier, Relevik schimpft sich der und der kann halt dann dementsprechend uns das Mount droppen. Den könnt ihr einmal pro Tag töten, wenn ihr ihn getötet habt, ist er nicht mehr Rare und kann dementsprechend dann auch das Mount nicht droppen. Ich habe ihn gerade vorhin schon umgehauen, habe dann dementsprechend endlich das Mount gekriegt. Das Mount hat eine Drop-Chance von 4%, also eigentlich ganz okay. Okay, ich habe jetzt tatsächlich fast 100 Tries gebraucht, um dementsprechend das Mount zu kriegen mit einigen Chars, also das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Granatklingenschwinge schimpft sich das, die lernen wir einmal und dann suchen wir uns die mal raus und schauen uns die an. Granatklingenschwinge, da haben wir sie. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen von den Mobs weg, dass wir es vernünftig sehen können. Also hier haben wir das Mount. Mount Special, jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ist aber ein ganz nettes Mount. Dieses, dieses Model an sich gibt es ja schon mal von einem anderen Mount noch. Und zwar hatten wir ja hier oben uns ein Mount rausgesucht, das ich schon gemacht hatte, wo wir dementsprechend ein paar Eier abgeben mussten. Das kann ich euch auch mal zeigen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie es heißt, aber wir geben einfach mal Corfia hier ein und da haben wir sie. Dämmer, Licht, Klingenschwinge hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Das ist quasi dasselbe Model, nur jetzt hier in lila gehalten und wir haben jetzt quasi das in rot, beziehungsweise, wahrscheinlich ist Granatrot irgendwie eine bestimmte Farbe, wo ich mich zu wenig auskenne, aber auf jeden Fall hat es daher halt ein bisschen einen rötlicheren Touch. Gut, das war es eigentlich soweit an Informationen, die ich euch geben kann. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze hier farmen wollt und hierher kommt und seht, okay, das Nest ist nicht da, dann braucht ihr nicht weiter suchen, dann ist der Rare schlichtweg nicht ab. Der ist leider halt nicht jeden Tag da. Das ist anscheinend von Tag zu Tag anders. Wenn ihr das Ganze übrigens im Tool suchen wollt, gebt ihr hier oben einfach bei Benutzer die definitiv... Benutzer definiert, boah, dass ich es noch rausbringe, einmal Reli ein und dann habt ihr hier Gruppen, könnt ihr einfach reinjoinen und da sind dann meistens auch die Eier da, beziehungsweise der Rare, also da sind eigentlich immer relativ viele da. Wie lange das Ei Respawn-Zeit hat, weiß ich leider nicht, ich vermute nicht allzu lang, ich schätze jetzt mal 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, weil es sind schon sehr oft Gruppen drin und dementsprechend kann es nicht so lang sein. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle, ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen, sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder, euer Tela, bis dann, ciao.